Entschuldigung, hier vom Kellenhusener Strand heute mal. Ich will heute mal hier Reste sondeln. Ne? Es ist sehr kalt, wir haben 1 Grad. Und da will ich mich heute mal hier an den Stränden versuchen. Oder an dem Strand. Ich werde mich erstmal da in die Richtung sondeln, da vorne hin. Ja, Maschine ist aufgebaut. Heute ohne Fernbedienung am Gestänge habe ich mir geleistet ein Deus-Armband. Habe heute dummerweise meine Kopfhörer vergessen. Muss deshalb heute mit Ton laufen. Was soll's? Strände Menschen leer oder Strand Menschen leer. Ja, mal gucken, wie lange. Deswegen fangen wir frühzeitig an. Ja. Und dann schnacken wir nicht lange rum. Ich würde sagen, bis zum ersten Fund hoffentlich. Okay, bis gleich denn. Erstes. Rin. Ah ja. Sehr schön. Die erste Münze. Etwas vergammelt. Grün angelaufen. Aber die ersten 50 Cent. Geht ja gut los. Sehr schön. Nächste. Raus. Alter, hier scheint noch keiner gewesen zu sein, oder? Gibt's ja nicht. Total vergammelte 2 Euro? Oh, total vergammelt, ne? Ja, 2 Euro. Nicht schlecht. Ein paar Meter weiter nur. Geht gut los. Ja. Herrlich. Nächster Fund. Also ich will nicht lügen. Man kann es kaum erkennen. Aber sieht hinten aus. Soll das ein Reichspfennig sein oder was? Schlecht zu sehen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sehr vergammelt. Man weiß es nicht. Ja, nächster Fund. Der nächste. Oh, irgendeine Schnalle oder irgendwas. Ja. Da haben wir es schon raus. Da ist er. Ach, wieder was ziemlich vergammeltes. Das ist Bundesrepublik Deutschland. 2 Pfennig. Ja. 2 Pfennig D-Mark-Zeiten. Meine Fresse. Komisch, dass hier sowas noch zu finden ist. Wenig Sondler? Man weiß es nicht. Ja, 2 Pfennig. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, neue Stiefel, ne? Schön mit Futter. Schön warm. Ja, noch Thermosocken drin an. Top. 42 Euro. Von Dunlop. Nicht schlecht. Echt coole Sache. Wie gesagt, und schön warm, ne?
eine zerfetzte Dose, ne? Ja. Und hier haben wir das nächste Signal. Was ist das denn? Ein Stück Blei oder irgendwas. Ja, das ist es. Ja, Riesenklumpen Blei, so wie es aussieht. Ja. Und ihr werdet es nicht glauben, der nächste Hund, ey, es ist Wahnsinn. Irgendwie die Jahreszeit. Hier, 2 Euro schon wieder. Also geil. Bin jetzt schon bei 4,50. Ha, echt nicht schlecht, ey. Das ist noch ein jungfräulicher Strand oder was? Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, supi. Und ein Ziehteil, Reißverschluss. Was ist das? 10 Pfennig D-Mark-Zeiten, so wie es aussieht. Ja. 10 Pfennig aus D-Mark-Zeiten. Ihr habt ein sehr beschissenes Signal durch das Korrodierte. Aber manchmal, wenn man sich nicht sicher ist, immer graben. Ne? Ja, 10 Pfennig. Und Platzpatronenhülse. Mann, und die Möwen, die machen hier einen Morgenalarm. Krähen hier rum. Naja. Wo war jetzt mein Signal? Hier. Geht mal rein. So, schon raus. Yes, so ist er. Boah, was ist das denn? Total vergammeltes Einpfennigstück. Schon mit Warzen dran jetzt, ne? Boah, meine Fresse. Muss ja länger schon liegen hier. Ja, ein Pfennig. Hier muss es stecken. Ach, schon wieder sowas Vergammeltes. 2 Pfennig D-Mark-Zeiten? Jo. Ja, ja. 2 vergammelte D-Mark-Pfennige. Naja. Kaum identifizierbar, so vergammelt. Aber hinten noch mit Eichenlaubsee. Werden das wohl, ja, 10 Pfennig sein D-Mark-Zeiten. Ja, total im Arsch. Jo. Gut ist. Da steckt's drin. Da haben wir es doch schon. Wieder 5 Pfennig D-Mark-Zeiten. Meine Fresse, sehr viel D-Mark-Kohle hier, ne? Ja. Unglaublich, unglaublich, da oben liegt's. Total vergammelt, aber oben auf. Muss doch irgendwie, ja, durch den Sturm wahrscheinlich. Ist das hier über Nacht, war sehr stürmisch, hier rangespült. Oben auf und total vergammelt. 1 Euro. Echt nicht schlecht. Nein, was heißt total vergammelt? Leicht angegangen. Ja. Nicht schlecht. Und die erste Ziehlasche. Ah, das hier nicht so doll mit denen. Gott sei Dank. Ja. Und du das? Ah, mal gucken. Aus. Was ist das denn schon wieder? Boah.
Mann. Aber das wird ja total vergammelt. War auch mal eine Münze. Hier ist nun gar nicht mehr zu erkennen. Alter. Ja, total vergammelt. Mal rein. Was ist das denn? Folie oder was? Naja, irgendwelches Blech verbogenes. Ja. Sehr komisches Signal, fragwürdig ein bisschen. Grabet mal trotzdem. Haben wir schon? Was ist das? Was ist das denn? Das lockt mir kein Schwein. 10 Pfennig Deutsches Reich? Das ist ja unglaublich. Von 1900? Das ist ja unglaublich. Also ich fasse es nicht. Ich fasse es echt nicht. Also das ist echt unglaublich. Tatsache, hier der Kaiseradler. Kaiserreichadler. Ja, das gibt's nicht. Hatte ich am Strand noch nie. Und noch gar nicht mal so schlecht. 1904 oder... Moment, 1905 oder so steht da drauf. Das ist ja krass. Angespült wahrscheinlich. Also unglaublich. 10 Pfennig Kaiserreich. Krass. Ah, kicken wir rein. Ah, war schon raus oder was? Ja, da ist er. Könnte einer sein, ein Taler. Könnte. Na? Wann ist er? Da ist er. Ist aber kein Taler, oder? Doch. Oh, wieder so ein vergammelter. Meine Fresse, was ist denn hier los? Boah. Das ist ja kaum erkennbar. Oh Gott, was ist das denn? Also das ist ja mal... Boah. Undefinierbar. Krass, keine Ahnung. Kaum zu erkennen. Ja. Also ich kann mir das echt nur so vorstellen. Mit der Kaisermünze hier. Man sieht ja auch, wie glatt das hier alles ist. Dass das alles hier hochgespült wurde. Ja. Die Wellen waren bis hier oben ran. Ja, anders jetzt ja nicht. Och, die Münzen, die anderen hier, die Euro-Münzen und alles. Das ist meine Erklärung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch nie einer lang gelaufen ist mit Sonne. Ja, so wird das sein. Da ist schon raus, da liegt's. Das gibt's doch nicht. Meine Fresse, schon wieder. Kaiserreich. Das gibt's doch nicht. Ich dachte eben 10 Pfennig oder so. D-Mark, aber nee, schon wieder Kaiserreich. Diesmal von 1908, glaube ich. Ja, 8. Alter Schwede, das gibt's doch alles nicht. Joch, das muss hier rangespült worden sein. Anders kann ich es mir nicht denken. Also, das gibt's ja nicht. Krass. 10 Pfennig Kaiserreich 1908 schon wieder. Tja, so unglaublich. Mal gucken, was das wieder ist. Steigen hier runter. Raus oder nicht?
Sag mal. Oh, schon wieder so ein vergammelter. Also, es ist unglaublich. Also, der Strand ist voller Überraschungen hier. Schon wegen den Kaisermünzen. Das ist echt krass. Das ist, glaube ich, D-Mark-Zeit. Man kann es auch nicht richtig erkennen. Oh, meine Fresse, ey. Ah, durch das Salz hier ist es ganz schön angegangen alles. Bei den Kaisermünzen hat ein anderes Material. Da sind die noch gut erhalten. Ja. So gut wie Leiche. Münzleiche jetzt, ne? Und wieder eine total vergammelte. Also das ist ja unglaublich. Ja, kann man nicht mehr erkennen, Münzleiche. Ja, gibt's da nicht 50 Pfennig? Bundesrepublik Deutschland. Also der Strand ist krass. Meine Fresse. Moin. Also es ist unglaublich. Es ist unglaublich. 50 Pfennig schon wieder, D-Mark-Zeiten. Aber das gibt's doch nicht, ey. Das kann nur in den letzten Tagen hier angespült worden sein. So wie gerade von dem Ehepaar gehört hat, gehen hier öfter ein paar Sondler. Das kann nur in den letzten Tagen hier angespült worden sein oder was. Also ich bin fassungslos. 50 Pfennig. Also krass. Krass. Ja, und ich vermute mal, ein Angelblei. Muss aber auch nicht. War ein bisschen klein für die Ostsee. Jedenfalls sehr schwer. Blei ist es auf jeden Fall. Man weiß es nicht. Ich vermute mal ein Blei. Unglaublich, das dritte 50-Pfennig-Stück. Da steht sogar drauf noch Bank Deutscher Länder. Krass, ey. Von 1900... Moment, ich muss mal gucken. 49, kann das sein? Ja, 49. Von 1949. Alter Falter. Geiler Strand, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Völlig überrascht. Hammer. Lirum Larum Löffelstiel? Nee, ich glaube nicht. Hier ist ein Loch drin. Boah, man weiß es nicht. Ich fahre gleich aus der Haut. Ihr werdet es mir nicht loben. Aber ihr werdet es in der Fundzusammenstellung sehen, dass es nicht immer der gleiche ist. Schon wieder 50 Pfennig. Aus D-Mark-Zeiten. Also ich krieg Plag, ey. Ich weiß auch nicht, da. Also so einen Strand habe ich noch nicht erlebt. Echt. Krass. Mann, Mann, Mann. Freu, freu. Irgendeine ausländische Münze. Also hier ist ein Kopf drauf. Schlecht zu erkennen. Und hier eine Krone oben. Ja, man kann es schlecht sehen. Die Kamera ist dafür auch nicht ausgelegt, dass man das mal richtig vernünftig ranzoomen kann. Scheiße. Ja, ich weiß es nicht. Krass auf jeden Fall, der Strand hier. Echt krass. Kann ich mich immer nur wiederholen. Sprengt der hier schon bald das Video. Das ist ja nicht normal. Kicken wir rein. Wieder eine vergammelte Münze. Also was hier, ich verstehe das alles nicht. Hat hier einer irgendwelche Münzen abgekippt mit dem LKW? Naja, so viel sind es jetzt auch nicht, aber schon alle paar Meter hier jetzt. Krass, ey. Ja, wieder eine Leiche, ne? Ja. Ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber schon wieder 50 Pfennig. Das ist doch unglaublich. 50 Pfennig D-Mark-Zeiten. Also das ist echt ohne Worte. Gibt's nicht. Mal keine 50 Pfennig, meine Lieben. Mal eine deutsche Mark von 1966. Vergammelt ein bisschen. Alter, was ist das für ein Strand hier, ey. Ey, ich verstehe das nicht. Aber geil. Geil. Das ist ja wie eine Goldgrube hier.
Hammer. Seid mir nicht böse, aber die nächste mag. Also das ist unglaublich. Ich muss gleich meinen Akku wechseln hier. Also seid mir nicht böse, wenn das Video etwas länger wird. Die nächste mag. Aus D-Mark-Zeiten. Krass, ey. Das ist ja schon fast unglaublich. Wenn ich es nicht selber erleben würde, ich denke, ich träume hier. Ha, krass. Also das gibt's nicht, ey. 2 Euro. 2 Meter weiter, 2 Euro. Etwas angegammelt, aber mal wieder Euro anstatt DM. Also der Strand ist Bombe. Absolut. Ungelogen, 2 Meter weiter. Schon wieder ein Euro. Ich werde hier bekloppt. Echt, das muss ein Traum sein. Und bitte, ich spinne nicht. Hier liegt es oben auf. Angespült, was weiß ich. 50 Pfennig sehe ich schon von hier oben. Hier, noch nicht berührt. Hier, nehme ich gerade frisch hier weg. Wieder 50 Pfennig. D-Mark-Zeiten. Ich werd blöde. Ich weiß auch nicht, was hier los war. Krass. Jetzt auch noch ein Knopf, der darf auch nicht fehlen hier. Irgendwie mit dem Kreuz drauf, so wie das aussieht. Auf jeden Fall ein Knopf. Meine Fresse, ist das ein geiler Strand, ey. Das muss, wie gesagt, durch den Sturm. Bin ich der Erste nach dem Sturm, der hier langläuft wahrscheinlich. Das alles angespült wurde. Krass geil. Joa, nach langer Flaute kam hier dann doch nochmal 50 Pfennig. D-Mark-Zeiten. Ja, davon haben wir heute auch reichlich. 5, 6 Stück? Oder 7? Keine Ahnung. Werden wir nachher sehen bei der Fundzusammenstellung. Ha. Könnten 50 Cent sein. Kann man so jetzt nicht mehr so, aber ich vermute das mal. Aber total vergammelt. Ja, ich mache jetzt hier auch bald Schluss. Mal schauen. Ein bisschen noch. Und ein Oberflächenfund. Sieht aus nach Reichspfennig. 1920er irgendwie. Ja. Unglaublich, da oben guckt's raus. Oberflächenfund. Ja. D-Mark-Zeiten. Ja. Bundesrepublik Deutschland. 5 Pfennig, glaube ich, ne? 2 Pfennig. Jo. Und nochmal eine D-Mark. So, definitiv letzte Signal für heute, der Markenschuh, bleibt aber auf jeden Fall trotzdem gleich dran. Ich werde in der Pension noch eine Fundzusammenstellung machen. Ich habe mich nämlich hier wieder eingeschickt in der Pension über das Wochenende. Und da machen wir gleich die Fundzusammenstellung, ne? Checkt da irgendwo drin. Der letzte Hund für heute. Oder auch nicht. Na? Wo war er denn nun? Irgendwo hier. Da, da, da. Na. Verarschen oder was? Da war er doch irgendwo. Da. Na, ist er doch schon. Und wieder ein vergammelter. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Ein eckiges Münzlein? Was ist denn das?
Das habe ich in der Jahr nicht gesehen. Türkisch oder was? Da ist doch so eine Sonne mit einem Stern drauf. So ein Halbmond. Ach du Scheiße. Ja, sieht nach Türkisch aus, wa? Ha! Krass. Ich weiß es nicht. Ja, okay, bleibt dran auf jeden Fall. Bis gleich in der Pension zur Fundzusammenstellung. Es wird etwas größer ausfallen heute, ne? Diese Zusammenstellung. Okay, bis gleich. So, meine lieben, Fundzusammenstellung. Erstmal mein Zimmerchen. Ja, kleine gemütliche Pension, sehr günstig, 28 Euro die Nacht. Mit Frühstück kann man nicht meckern. Gut, ich habe das schon mal wieder alles in Szene gesetzt hier ein bisschen. Ich wollte das alles nicht am Strand machen mit der Fundzusammenstellung da. Ich wollte das nicht in Ruhe abspülen. Also wenn, ihr seht ja schon, es ist ein Teil diesmal, ne? Ja, auf dieser Seite hier die ganzen D-Mark-Sachen. Ja, 2 Pfennig D-Mark-Zeiten, 5 Pfennig, 1 Mark, 2 Mark, 3 Mark, das sind, boah, das ist Wahnsinn, ey. 50 Pfennig Stücken aus D-Mark-Zeiten allein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Dann hier zu den Euros, 2 Euro, auch total vergammelt schon, ne? 2, 4, 6, 7, 8, 50, 55, 8, 57. Also es war ein sehr vielfältiges Fundspektrum heute. Also ich kann mir das echt nur so erklären, dass das durch einen Sturm da angespült wurde oder freigelegt wurde. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der erste Sonder da war. Also so eine Ausbeute hatte ich selten, wenn überhaupt schon mal. Hier, 10 Pfennig, Kaiserreich 1905, 10 Pfennig, Kaiserreich 1908, ne? Hier eine türkische Münze, glaube ich, da ist so eine Sichel, so ein Halbmond mit Stern drauf, vermute ich. Das werden 50 Cent hier sein, hoch, ziemlich annähernd. Hier die ganzen Münzleichen, ne? Mit dem man nicht mehr anfangen kann. Durch die Salz halt, ne, vom Meer, von der Ostsee halt, ziemlich angegriffen. Ach ja, hier noch ein Knopf mit dabei. Ja. Also wie gesagt, ich war sehr angetan. Ne? Hier Patronenhülse, ein bisschen Müll. Also es war ein geiler Tag, muss ich sagen. Ne? Also das waren circa 4,5 Stunden. Ungelogen, 4,5 Stunden. Ja, mit Pause drin, circa eine halbe Stunde. Also da kann man echt nicht meckern. Also das ist echt nicht schlecht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, einen Daumen nach oben oder nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, ne, was ich ja nicht hoffe. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal wieder bis zum nächsten Sondeln oder Angeln. Hier aus Kellenhusen erstmal, ne? Vom Fasanenhof. Übrigens sehr zu empfehlen. Okay, bis denn. Euer Andi. Macht's gut.